Flasche rüber. Mhm. Was ist passiert? Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Einer neuen Folge hier im RP-Projekt Real Farming Meets Reality mit dabei. Sind die ganzen von gestern, machen schon Fleisch weiter, die Sanitäter und so. Jo, so schaut's aus. Bei mir auch herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, Abo, Kommentar da. Doch, alles gut. Ja. So. Herr Peter. Hallo. Klatsch ihm mal halt mal richtig eine. Was ist denn überhaupt passiert? Ah, der ist hier voll gegen den Baum gerauscht. Die Birke ist fast umgefallen. Okay, ja, mit fast. Birke. Also der Birke geht's gut. Der hatte mit Sicherheit 50-60 km/h drauf. Der okay. Wird dich wach. Ich komm wieder Herr nicht Peter. Zum Arbeiten. Lassen Sie mich mal ran hier. Herr Peter. Richtige der Schelle, hat komm. Einen guten Schlag. Herr Peter. Ich glaub, der war leicht. Nein. Oh, jetzt hat er noch Herr Panik. Peter. Ja, das ist ein Gewinde, geschissen. Naja. Bleiben Sie stehen. Eigentlich wollte ich ihn anzeigen, aber der memmt so rum. Ich glaube, das lasse ich mal. Was ist denn hier passiert überhaupt? Die Polizei halten. Na, der wollte an dir vorbei. Da hinten. Du warst auf der Wiese ein bisschen und er ist an dir vorbei. Und dann hat er gesehen, oh Scheiße, da kommt ja einer. Und dann hat er nach links gezogen und ist ja voll gegen den Baum gekracht. Und der war auf die gleiche Höhe mit dir. Deshalb hast du ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Toter Winkel im Spiegel. Boah. Aber voll dagegen gerauscht. Also 60 hatte der mit Minimum. Mach mal drauf. Die Handbremse los. Und dann? Ja, damit er ein bisschen wenigstens zurückrollt. Mal gucken. Boah, sieht der vorne aus, ey. Ja. Der Kuhfänger ist hinüber. Der hat voll die Birke mitgenommen. Die ja. Dass die noch steht. Bleiben Sie bitte doch trotzdem noch, auch wenn dort oben gerade mehr los ist. Hier unterhalten Sie sich etwas. Es wird kurz dauern. Ich habe aber keine Zeit. Und die Birke wird er bezahlen müssen. Die ist nämlich hinüber. Nicht. Die stirbt ab in den nächsten 3 Jahren. Trotzdem, bitte warten Sie. Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Vielen Dank. Okay. Der zahlt meinen Arbeitsausfall. Mann, ey, so ein Scheiß hier. Das zahlt keiner. Das zahlt einer, da bin ich mir sicher. Ich werde ihn anzeigen. Haben Sie einen Arbeitgeber? Oder sind mein Sie eigener Arbeitgeber. Also wird jetzt keiner zahlen. Klar, der Hans-Peter wird es zahlen. Nein, der wird nicht zahlen. Das sehen wir noch. Wenn ich vor Gericht gehe. Guck mal, wie der rumspringt. Wie so ein Affe. Ja, vorhin ist er auch auf den Baum geklettert. Ich glaube, der hat wirklich irgendwie. Das ist was hinübergegangen. Ja, mal, was ist denn mit dem los? Hat der. Ich glaube, dass der irgendwie. Ich glaube nicht, dass der nicht. Ich glaube nicht, dass der. Er rennt weg. Ah, nee, das ist der Sturmbär. Ich hab eine Frage an dich, Resek, ne? Was willst du? Ich hab eine Frage. Was denn? Hast du mir ins Gehirn geschissen? Was geben wir dir ab? Ich glaube, Bruder. Knoll, hast du Verbindungen zur Klapse? Ja. Glaub, der braucht mal 2 Tage da. Das ist was man, ja. Danke, ich wollte ihm ja einen Grad Handschellen anlegen. Legen Sie mal. Er fährt weg. Volker? Einmal aussteigen und er fährt weiter weg. Du küsst ihn nicht weit, du. Komm her! Achtung! Aua! Polizei an Rettungsdienst bekommen. Sie kümmern sich um die Verletzten, ich kümmere mich um den Flüchtigen. Verstanden. Der hat voll mein Bein erwischt, ey. Ich glaube, nach der Klapse kommt der jetzt der Knast. Alter, ich glaube nicht nur, dass er gegen den Baum gefahren ist. Streck mal das Bein aus, geht es? Kannst du ausstrecken? Oh, ja, aber ganz schwer. Der ist ihm gegen das Bein gefahren, mit dem Anhänger. Oh, ja. Ich dehne ihr Bein jetzt bis zu ihrem Körper. Sie sagen, wann das geht gibt's doch nicht. Hier ist okay, jetzt. Okay. Können Sie es noch bewegen? Oh ja, ein bisschen, aber. Okay, dann das wird haben mit wir Sicherheit verstaucht sein. Glauben Sie, dass Sie noch Auto fahren können? Autofahren geht immer. Ja, Jürgen, Aspirin. Ich bin ja eben im Fenster. Ja, Jürgen, Aspirin habe ich da, aber trinken musst du selber nehmen. Oh, danke. Achtung, Knoll. Polizei für Rettungsdienste, wir brauchen Hilfe. Alter, was ist jetzt los?
Rettung verstanden. Herr Varuna? Ja. Haben Sie schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ja, jedes zweite Jahr. Glaube ich schon, oder sonst hätten Sie ja keinen Fall. Können Sie bitte, können Sie mir folgen? Ach, ja. Danke. So ein Scheiß aber auch, ey. Schon wieder keine Arbeit hier, Mann. Gut, dass der Fan-Joysticks hat, ey. Ich komm mit, ich helfe euch. Alter, da ist er. Halten auf, halten auf. Oh, wir haben Verletzte. Verletzte gehen vor. Mein Fan! Das gibt's nicht. Fahr dem hinterher. Lass ihn rennen, der wird schon irgendwann. Wo sind sie denn hingefahren? Beim Händler. Der hat sich gewickelt. Oh! Herr Stromberg, hört sie mich? Ja, ich hab einen Aufflieger aufs Dach gekriegt. Nein! Ich heb sie jetzt raus. Doofes Auge, du hast mein Fan kaputt gemacht. Raus. Bleib stehen, du! Warten Sie. So. Legen Sie sich bitte hin. Ich stelle mich gerade mal zwischen auf die Straße. Ah, ne, kann man nebendran machen. Was ist passiert? Wie gesagt, ich habe einen Auflieger aufs Dach gekriegt. Okay, tut Ihnen irgendwas weh? Haben Sie Kopfschmerzen? Ey, Stromberger, ich hab ihn, ich hab ihn! Stromberger ist, Moment, warte, falsches Fahrzeug. Der Stromberger ist gerade nicht da. Halten fest. Ich bin gerade am Funk bei seinem Auto. Cooles Ding übrigens. Halten einfach mal fest. Der aussteigen. Haben Sie irgendwelche Verletzungen? Schwere Verletzungen? Tut Ihnen geben, was wir haben, bis Sie offene Luft. Okay. Warten Sie. Tasten Sie mal die Rippen ab. Da ist eine Rippe gebrochen oder so. Hier das Gerät. Legen Sie es bitte am Mund an. Am Mund? Ja. Ja. Warten, dann schalten wir an. So. Okay, Rippen waren weg. Keine Verletzungen. Guck mal, linke Seite. An dem, am Brustkorb. Die, das Hand, das Hemd ist aufgerissen. Mhm. Na, da haben wir nur eine kleine Verletzung, warten Sie kurz. Verband. So. Ich würde ihn aber trotzdem gerne. Volker, der kommt rüber zu euch mit meinem Fan, der hat mein Fan geklaut. Gibt's da nicht. Lass ihn einfach rennen, der wird schon irgendwann sterben oder so. Vielleicht baut er ja nochmal einen Unfall. Passt, warten Sie, ich nehme das Gerät ab. So. Der Herr in Grün. Ja. Geben Sie mir mal mein Funkgerät aus dem Auto. Ich muss erstmal eine Interpol-Anzeige machen. Haben Sie? Ah, da haben Sie es. Ja. Hier, bitte. Den Fahrschild daher, der Sau, der hat mein Fan kaputt gemacht. Der kommt wieder zurück. Den mach ich fertig. Wenn ich den in die Finger kriege, dann gebe ich hier in Schwarzen keinen Händler mehr. Interpol-Anzeige für den Herrn Hans-Peter aus Schwarzingen. Ende. Wenn ich den in die Finger krieg, Volker, das ganze Klauen, dann ist er kein Händler mehr. Stehen bleiben! Sie sind festgenommen. Halt! Mein Fan, ey! Wo ist mein Fan? Ich hab ihn rausgezogen! Der fährt wieder weiter, was? Wo ist der Rettungstyp hin? Der ist auf der Flucht den Flüchtigen hinterher. Weiter, Knochen. Atmen Sie einfach ruhig. Ja. Ach, langsam bekomme ich wieder Luft. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, ob es einen Finderlohn gibt für den Kollegen. Ja. Der hat mein Fan kaputt gemacht, die Sau. 10.000. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlt Sie sich? Okay. Der kommt wieder zurück zu ihm.
Der kommt zu euch. Herr Stromberger. Moment, ich denke mal ganz kurz nach. Denken Sie mal ein bisschen schneller. Es geht hier um Leben und Tod. Der kommt zu euch. Der kommt zu euch zurück. Der brettert den Defend voll drauf. Herr Stromberger, wie geht's Ihnen? Ich würde gerne was arbeiten, aber... Herr Stromberger? Unfall! Nehmen Sie meine Waffe und wenn der nochmal kommt, schießen Sie auf die Reifen. Aber bitte nur auf die Reifen. Okay, aber so gut bin ich nicht als Schütze. Dann lassen Sie jemand anderen schießen. Ja, ich probier's mal. Ich beschütze Sie, Herr Stromberger, ich beschütze Sie. Ja. So, im Moment kommt er nicht. Ich brauche unbedingt einen Abschleppwagen. Ich glaube, wir haben den bald. Jetzt kommt er, glaube ich, wieder. Der kommt hier. Der kommt wieder hier. Aris Mavic. Okay, warte, ich ziele auf die Reifen. Der kommt, Achtung. Jawohl, jetzt ist er. Jetzt haben wir ihn. Ich zieh den raus aus der Karre. Komm, bloß, ja du. Zack. Nein, so, jetzt habe ich dich. Jetzt bleib. Ja, auf den zweiten Schuss habe ich getroffen. Ich hab ihn. Knoll, hol ihn. Ey, nehmen Sie mich mal mit. Wir sind so langsam. Kommen Sie, stützen Sie sich auf. Ich bin den Traktor runter. Die Räder, die schlackern. Ja, rechte Seite ist hinüber. Aber. Herr Peter. Ich verpasse Ihnen jetzt eine Spritze. Sie bleiben sitzen. Eine Pass auf, der Stromberger läuft hier. Ich hab jetzt eine Beruhigungsspritze gegeben, der sollte jetzt eigentlich schlafen. Okay. Herr Stromberger. Ja, bringen Sie den. Gibt es in Schwarzenegger Gefängnis? Ja, oder in die Psychiatrie. Aber am besten ins Gefängnis. Oh, nicht in die Klinik in Schwarzing. Das Gefängnis bei 36. So ja. Positiv. Passt. Herr Stromberger. Ich bin nicht eingeschlafen. Hau ihm nochmal eine Dosis rein. Hau ihm nochmal Elefantenschlafmittel. Ich heb ihn. Herr Varuna. Ja. Immer noch nicht. Gib mir mal meinen Dienst aus dem Auto. Steh bleiben. Stopp. Sportlich. Wo hat er denn das jetzt schon wieder? Ah, da oben. Okay. Ich will einen Verdacht äußern. Ja, bitteschön. Ah, der hat fertig gemacht. Ich lege Ihnen jetzt die Handschellen an. Herr Knoll, darf ich Ihnen einen Verdacht äußern? Kommen Sie mit. Ja. Ihr Handy haben Sie, gell? Sie müssen auch telefonieren. Ich wollte einen Tweet verpassen. Verfassen. Verfassen. Darf ich eine Vermutung aufstellen? Was ich glaube? Kommen Sie mit. Ich darf gar nichts mehr. Ich höre so eine Stimme. Kommen Sie mit. Ich will eine Vermutung äußern, bitte. Herr Peter, kommen Sie mit. Bitte, einmal. Kommen Sie mit. Bitte. Mitkommen. Nee. Stehen bleiben, die haben Handschellen an. Wie fahren Sie Auto? Oh, das geht total schwierig. Ja, bleiben Sie stehen. Hilfe, wie geht das so? Ja, lass es regnen. Oh, das geht ganz schön schnell mit Schatzschellen. Herr Stromberger, bin ich hier noch weiter? Bin ich hier noch weiter gebunden? Ha, hier dürfen Sie mich nicht verhaften. Vielen Dank. Sie sind verhaftet. Kommen Sie mit. Nee, Sie dürfen mich nicht. Und sperren Sie den möglichst lang weg. Tschüss. Ja.
Vollidiot, ey. Ja. Ja, hier ist nochmal der Stromberger. Hallo. Bitte einmal in der nächsten Pause bei mir melden. Jo, machen wir. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Dann klärt jetzt irgendwas von mir. Anka. Ja. Kannst du mir gerade irgendwie helfen, mein Auto wieder auf Räder zu kippen? Das liegt auf dem Dach. Oh, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Danke dir. Oh. Also, der ist ja mal voll durchgeknallt. Mein Auto kaputt, der Traktor kaputt, unten steht neben sein LKW. Stell ihm alles in Rechnung. Wo steht denn dein Auto? Hier drüben. Ich brauche Mittagsschlaf. Oh ja, ich auch. Fahr mal mit dem Stromberger sein Auto weiter darüber. Ist das kaputt? Stromberger sein, es müsste. Ne, müsste. Rechte Seite ist, glaube ich, auch irgendwie kaputt. Ah, ja. Ja. Hier drüben ist es. Warte, bleib weg. Bleib weg. Ne, das war nix. Probier mal von hier hinten. Ja, dem eh alles in Rechnung. Muss man mein Fan sehen. Der hat das der ist komplett zerbeult, mein Fan. So, steht wieder. Danke dir. Bitte. Oh, der schlackert aber. Hier. Beim Dach ist auch eingedrückt. So, ich muss aber jetzt mal los zum Sepp. Jo. Bis dann, ciao. Sonst kriege ich heute nichts mehr gebacken. Fährt er jetzt vorbei oder nicht? Ciao! Oh! So. Gut, Freunde, das war's aber für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao!